Liebe Brookhaven-Bewohner, heute gibt es wirklich große, besorgniserregende Ereignisse, die wir mit Ihnen teilen müssen. Es gibt momentan vielzählige Verbrecher in der Stadt, die versuchen, Juweliere, Banken oder andere teure Dinge auszurauben. Wir bitten Sie, halten Sie Ihr Privatvermögen sehr gut verstaut und geben Sie niemals preis, welche Sachen Sie in Ihrem Haus verstaut haben. Warte mal, was sagen die da? Brookhaven ist momentan nicht sicher? Aber das bedeutet ja, dann sollten wir abhauen aus Brookhaven. Oh oh. Oh nein, das ist gar nicht gut, wenn hier ganz, ganz viele Kriminelle sind. Ich glaube, Leute, wir sollten mal zur Polizei gehen und fragen, was wir jetzt tun sollen. Ich meine, wir haben auch ein teures Haus und eine teure Wohnung. Nicht, dass uns jemand noch ausrauben will, Leute. Deshalb gehen wir mal schnell zur Polizei und fragen die, was wir nun machen sollen. Ich meine, die ist ja direkt nebenan. Hey, niemand weiß, dass ich eigentlich ein Clown bin. Quiek, quiek. Hey, warten Sie mal, ich stehe genau vor Ihnen. Ich sehe alle. Ja, klar. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, ist ja auch ganz egal. Und zwar habe ich eine Frage. In den Nachrichten steht was von hoher Kriminalität in Brookhaven. Stimmt das? Ich habe keine Zeit. Ja, ich muss weiter recherchieren. Hey, warten Sie mal. Was soll das bedeuten? Ich meine, Sie haben doch jetzt irgendwas zu verheimlichen. Okay, du willst also wirklich alles wissen? Okay, dann werde ich es dir erzählen. Momentan ist die Polizei sehr überfordert mit den Kriminellen in Brookhaven. Wir suchen momentan viel, viel mehr Polizisten, die es vielleicht schaffen oder die Augen aufhalten. Also Sie meinen, wir brauchen mehr Polizisten? Ja, ganz genau. Vielleicht kennst du ja welche. Hey, da kenne ich doch einige. Und zwar ihr, Freunde. Wenn ihr mir helfen wollt bei einem Video, mir als Polizist oder mich zu unterstützen und Brookhaven sauber zu halten, dann lasst dem Video jetzt einen Daumen nach oben da. Dann schreibt gerne noch jetzt einen Kommentar mit deinem Roblox-Namen und lass auf jeden Fall ein Abo da. Oh, damit hast du uns wirklich großartig gerettet, wenn uns deine Freunde helfen. Hey, klar. Leute, auf euch kann ich zählen. Oder etwa nicht? Also lasst mal einen Daumen nach oben da. Wir werden ja sehen. Bei 3000 Daumen hoch da darfst du uns helfen. Okay, alles klar. Abgemacht. Und nun geh lieber wieder nach Hause. Und wenn du irgendwas Auffälliges siehst, zum Beispiel Kriminelle, dann sag uns Bescheid. Alles klar, kein Problem. Und wir sollen uns keine Gedanken machen. Das habt ihr jetzt gehört, Freunde. Und nun gehen wir wieder nach Hause? Sag mal, Freunde, hört ihr das? Das hört sich echt mega komisch an. Als wenn da oben irgendjemand versucht, eine Tür aufzuhebeln oder so. Gehen wir mal vorsichtig schauen, Leute. Was ist das? Und es wird auch immer lauter. Hallo? Bloß diese blöde Tür aufkriegen und dann das ganze Geld ausrauben. Hallo? Ist hier jemand? Warte mal, was ist das denn dort? Leute, das ist doch ein Einbrecher, oder nicht? Nein, nein, Freunde, was soll ich tun? Was soll ich machen? Warte mal, stört mich jemand dabei? Wer bist du? Und was machst du hier? Hi. Ich wollte genauso das gleiche machen wie du. Du wolltest also auch hier einbrechen, ja? Oder bist du etwa ein Spion oder ein Polizist? Nein, ich bin kein Polizist. Und ja, ich wollte auch einbrechen. Leute, wie dämlich ist denn das? Ich breche doch nicht in mein eigenes Zuhause ein. Und der will bei uns einbrechen. Na, wenn du mitmachen willst, dann helfe mir und zeig mir, was du drauf hast. Los jetzt. Nee, ich glaube, wir sollten das nicht machen. Leute, wir sollten schnell die Polizei rufen. So, ich werde mal ganz, ganz schnell die Polizei rufen, Leute, bevor der noch was mitbekommt. Hallo? Hallo? Hey, sag mal, Kumpel, was soll denn das? Telefonieren? Wo willst du denn bitte hin telefonieren, Schauen wir doch mal an, wo... Aha, die 110 hast du also angerufen, ja? Du bist also doch einer von diesen... Spionen! Nee. Mir reicht's, nimm das! Ja, aua! Leg dich lieber nicht nochmal mit mir an! Aua, Leute, was passiert hier? Oh Mann, was war das denn gerade? In Brookhaven ist mir einfach der Einbrecher entwischt. Aber wartet mal ab, denn jetzt werde ich die Einbrecher suchen.
und werde mir alle verhaften, egal wer hier auf der Straße ist. Und hey, hier sind ja schon einige. Und hey, du läufst hier, du wirst verhaftet. Ab sofort wird jetzt hier jeder verhaftet, das ist mir ganz egal, Leute. Jeder, den ich jetzt finde, wird hier absolut grundlos verhaftet. Aussteigen, so, raus mit dir und willkommen im Knast. So, ich hoffe, dir wird's gefallen hier drinnen. So, damit haben wir unseren ersten Gefangenen hier im Gefängnis. Und da holen wir uns gleich nochmal Nummer 2. So, du bist auf jeden Fall jetzt auch verhaftet. Rein nur mit dir. Und das mache ich alles nur, Leute, weil ich in Brookhaven einfach gerade überfallen wurde. Übrigens habe ich jetzt schon $10 bekommen für unseren ersten Gefängnisinsassen. Und unser Gefängnis können wir dann Stück für Stück ausbessern. Aber erstmal geht's für dich ab ins Gefängnis. Willkommen im Knast. Und ja, jetzt wird erstmal geduscht, ihr beiden. Los, schön duschen. Macht euch wieder sauber. Und ich werde euch versprechen, ihr werdet so leicht nicht mehr aus dem Knast ausbrechen. Wir brauchen auf jeden Fall viel, viel mehr Geld, Leute. Denn dieses Gefängnis ist sehr, sehr klein. Und oh nein, es wird Nacht. In der Nacht werden alle sehr, sehr doll kriminell. Wir sollten uns beeilen und holen uns den nächsten Gefängnisinsassen. Und dann sollten wir auf jeden Fall auch natürlich auf die Ausschau halten. Zum Glück gibt es hier mehrere Verbrecher, die wir einfach ganz, ganz easy mit einpacken können. Und dann sofort wieder ins Gefängnis fahren. Ich finde es eigentlich lustig, dass ich die einfach verhafte, weil die nur auf der Straße laufen. Aber ist mir auch ganz egal, ihr seid alles Verbrecher. So, und auch mit dir herzlich willkommen in meinem Gefängnis. So, es ist übrigens Dinner. Das bedeutet, alle müssten jetzt hier essen. Warte mal, wo sind die beiden schon wieder? Haben die jetzt... Okay, warte mal, was sagt sie? Ich werde entkommen. Es ist so easy. Es gibt gar keine Wachen hier. Hey, warte mal, Leute, ich sollte echt mal... Es gibt keine Wachen. Okay, wir müssen jetzt irgendwie Wachen bekommen. Und hier können wir uns eine Wache anstellen. Die Wache arbeitet jetzt für uns und er passt auf, dass keine Tunnel gebaut werden oder irgendwelche Leute hier ausbrechen. Hast du mich da... Hey, du sollst hier draußen aufpassen. Okay, was macht er? Er bringt fein seinen Müll weg. Das ist richtig. Super, Tom. Finde ich gut. Vanessa, du bringst auch bitte schön deinen Müll weg. Und Tom, warte mal. Was macht der da hinten? Tom, was macht der? Der ist ein bisschen sehr verdächtig. Okay, okay, okay. Leute. Hey, warte mal, Alter. Vanessa, du hättest mal schön wenigstens den Müll überwerfen können. Naja, egal. Machen wir halt mal ganz kurz das sauber. So, und wir müssen auf jeden Fall auf alle Gefängnisinsassen aufpassen. Die machen schon wieder Dreck, Leute. Naja, egal. Wir passen trotzdem auf. Die gucken natürlich, wo die ausbrechen können. Wir haben nämlich noch nichts. Wir haben keine Sicherheitskameras. Wir haben absolut noch gar nichts, Leute. Aber unser Gefängnis können wir auf jeden Fall später noch mega groß upgraden. Und können so viele Sachen hinzufügen. Aber dafür brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Gefängnisinsassen und auf jeden Fall viel, viel mehr Geld. So, gucken wir mal hier in den Straßen. Gibt es hier auch irgendwelche Gefängnis... Oha, was ist denn hier los, Leute? Alter, hier muss ich ja jeden verhaften, oder was? Hey, du hast rote Haare. Du wirst auf jeden Fall deswegen verhaftet. Es ist zwar kein Grund, wegen rote Haare jemanden zu verhaften, aber bei mir schon. Und jetzt bist du unser vierter Gefängnisinsasse. Ich glaube, wir haben dann auf jeden Fall schon sehr, sehr viele gefunden, Leute. Und Hauptsache, unser Arbeiter macht auf jeden Fall einen guten Job, dass hier keiner abhaut. So, herzlich willkommen im Vitamine-Gefängnis. So, es ist Schlafenzeit und... Oh nein, hier hat schon wieder jemand Dreck gemacht. Okay, es gehen auf jeden Fall alle schlafen. So, okay, warte mal, er braucht oder sie braucht ein Bett. Mist, wir haben keine Betten mehr. Ich habe hier erstmal ein Doppelstockbett hingebaut. Ich glaube, das sollte auf jeden Fall für zwei Personen reichen. Einer kann unten und einer oben schlafen und, warte mal, hier sind welche... Wo ist der letzte? Hallo? Okay, du gehst jetzt auch schön schlafen, Tom. Ganz genau, schön rein da mit dir. Okay, es gibt jetzt vier Leute, die schlafen. Wir können noch einen Reparierer anstellen, der repariert irgendwelche Tunnel oder Gitter. Einen Koch, der natürlich leckeres Essen für die Gefängnisinsassen kocht. Und eine Putzkraft, der macht dann immer den Boden sauber. Aber Leute, wir haben jetzt trotzdem erstmal vier Gefängnisinsassen, auf die wir aufpassen sollten. Und die werden uns so leicht nicht entkommen. Okay, Leute, ich habe es jetzt auf jeden Fall geupgradet. Wir können jetzt tatsächlich noch zwei Gefängnisinsassen uns kaufen. Okay, Leute, was heißt kaufen? Ich meine, wir holen uns natürlich zwei. Denn die werden einfach verhaftet.
So, wer will mit ins Gefängnis? Meldet sich jemand freiwillig? Ich glaube, okay, ihr Chris oder wie er auch heißt. Du kommst erstmal mit. So, du wirst eingepackt. Schade, dass ich nur einen mitnehmen kann. Aber auf jeden Fall herzlich willkommen in meinem Gefängnis. Hey, aber ich bin doch erst 11 Jahre alt. Warte mal, dann bring ich dich zurück. Dann bist du der Falsche. Okay, ich gebe zu, ich bin 23. Hey, warte mal, was? Du hast mich veräppelt? Dafür kommst du jetzt trotzdem noch länger in den Knast. Ja, auch über den Rasenmal fahren. Ist in Ordnung. Als Polizist darf man das. So, und herzlich willkommen und du bekommst 23 Jahre Gefängnisstrafe. Hey, warum 23 Jahre, Alter? Weil du mich verarscht hast. So, und herzlich willkommen im Gefängnis. Und schöne gute Nacht. Einfach bitte schlafen gehen. Aber ich habe jetzt noch einen Koch uns angestellt, der eigentlich in der Küche sein sollte. Hey, Koch, mache dich in die Küche. Oder Köchin. Kein Problem. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch mal ein bisschen uns erweitert und unser Gefängnis sieht damit schon wieder besser aus. Also schaut mal, ich habe jetzt hier noch neue Räume gebaut oder ich möchte neue Räume bauen. Denn ich werde hier neue Gefängniszellen bauen und das würden große Zellen werden. Ihr werdet sehen, Leute, so einfach ist es nämlich hier nicht. So, guck mal, das wird so ein hier. Ja, okay, ihr könnt dann mehrere schlafen. Ich hoffe, okay, das sieht ein bisschen komisch aus, aber Leute, das passt eigentlich. Schaut euch das mal an. Hier könnt ihr jetzt mega, mega viele schlafen. Toiletten kriegt ihr natürlich auch. So 2 Stück sollten euch auf jeden Fall reichen, hoffentlich. Ein Waschbecken darf natürlich auch nicht fehlen, denn die Hygiene wird bei uns ganz, ganz groß geschrieben. Und ein Mülleimer ist ganz wichtig. So, guckt euch einen Mülleimer an. Hier, bevor die wieder alles rumschmeißen, was ich auf jeden Fall keine Lust habe. Hier vorne bekommen die auf jeden Fall noch einen Picknickplatz. Und da ich so lieb bin, bekommen die sogar einen Basketballplatz und einen Wasserspender. Kameras wurden jetzt auf jeden Fall auch installiert, denn so leid lasse ich mich jetzt hier nicht austricksen von den Gefängnisinsassen. Und bevor es hier rein und raus geht, geht es erstmal durch einen Metalldetektor. Oder halt natürlich durch die Tür, aber da brauchen wir nur einen Schlüssel. Und schaut euch das mal jetzt an. Leute, hier haben wir eine riesige Sirene. Ihr seht es dort oben. Falls jemand ausbrechen möchte, das sind die neuen Gefängniszellen. Ja, okay, hier kann man noch rüberspringen. Das werde ich mal eben kurz fixen, Leute, denn das ist echt gefährlich. Und so ist es dann gleich viel sicherer, Leute. Ich meine, klar, wir können hier immer noch hochspringen. Aber glaubt mir, die Gefängnisinsassen schaffen das auf jeden Fall gar kein bisschen. Und jetzt haben wir hier auf jeden Fall unsere neue Zelle, wo so, so viele Gefängnisinsassen kommen. Und wir haben jetzt schon 5 Gefängnisinsassen in unserem Gefängnis. Hier ist, wie gesagt, ein Basketballfeld. Jetzt haben sie Freizeit. Und hier drüben soll auf jeden Fall ihr neues Zuhause sein. Hier drüben gehört ihr auf jeden Fall alle hin. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Und hey, warte mal, die haben hier echt wieder alles dreckig gemacht. Und schaut mal, hier haben sie jetzt sogar noch eine Couch, einen Sessel, hier nochmal eine Soda. Hier können sie Basketball spielen. Hier haben sie Telefonzellen, Billardtisch haben sie auch noch. Also sie können so, so viel in unserem Gefängnis machen, Leute. Aber naja, Leute, ich brauche auf jeden Fall noch jemanden, der hier auf jeden Fall sauber macht. Und jemand, der was repariert, falls irgendwas kaputt ist. Denn ich traue den Gefängnisinsassen keinen Meter mehr. Also wirklich keinen. Und ich hoffe, er kümmert sich, ja. Wir kaufen uns aber allerdings trotzdem nochmal einen zweiten, würde ich sagen. Oder einen dritten einfach. Wir haben jetzt 3 Polizisten, denn wir brauchen auf jeden Fall viel, viel mehr Gefängnisinsassen. Und die werden wir natürlich holen. Wir haben uns sogar noch ein neues Auto gekauft. Ihr seht es. Damit fahren wir mal ganz, ganz kurz in diese Innenstadt. Ihr kennt sie ja. Und werden natürlich wieder die nächsten Leute verhaften. Und das eigentlich wie immer. Eigentlich grundlos, Leute. Irgendwie tun die Leute mir leid, aber irgendwie auch nicht, weil, also, ich weiß auch nicht. Und du hast eine coole Frisur, deswegen wirst du auch mitgenommen. Und ich würde sagen, hier, Ivan, dich nehmen wir auch noch mit. Jetzt haben wir wieder 3 neue Leute. Oh mein Gott, okay. Oh, Leute, Leute, wir müssen uns trotzdem beeilen. Wir brauchen nämlich mehr Gefängnisinsassen, denn wir haben jetzt mehr Kosten. Also wir müssen mehr ausgeben, als wir gerade bekommen. Und das ist nicht Sinn des Zwecks von einem Gefängnis. Denn ein Gefängnis muss natürlich trotzdem Geld verdienen. So, du kommst hier durch. Zack, hier herzlich willkommen. Dann haben wir noch sogar einen zweiten. Das ist dann der Willi, glaube ich, heißt der. Und... Ey, warte mal, will der hier ausbrechen? Und wir haben jetzt noch einen dritten Schlawiner, den wir hier auch noch bam releasen. Und Alter, Leute, jetzt sieht es auf jeden Fall schon sehr belebt aus. Hey, warte.
warte mal, es fehlt das Sportzeug. Warte mal, hey, ihr habt doch genug Sportzeug. Na, okay, warte mal. Dann werde ich den halt noch ein bisschen was für Sport bauen. So, ich hoffe auf jeden Fall, das reicht jetzt. So viel Sportgeräte braucht ihr nun auch nicht. Und mal abgesehen davon, sollen sie sich gar nicht hier wohlfühlen, denn sie sind im Gefängnis und nicht im Urlaub. Und Alter, mir ist gar nicht aufgefallen, dass da oben die Bank ein Flugzeug reingeflogen ist. Okay, warte mal. Haben wir hier noch irgendwie besondere? Nee, okay, leider haben wir jetzt keine besonderen Kriminellen noch. Also wir haben nur ganz normale. Hätte ja sein können, dass wir irgendwie spezielle Kriminelle haben. Aber das haben wir leider nicht. Deswegen packen wir mal fleißig hier wieder die Kriminellen in unser Auto. Hey, lass mich aus, du stinkst. Warte mal, was? Das hat sich noch keiner getraut zu sagen. So, alle, huch, rein. Schaut euch das mal, Leute. Oh mein Gott, was geht denn jetzt ab? Okay, warte mal. Leute, wo will sie denn hin? Warte mal, ich... Es ist gerade Sportzeit und es wirklich sind gerade zu wenig Geräte und... Ey, Alter, da hat... Warte mal, jemand einen Tunnel gegraben. Okay, ihr wollt ausbrechen? Nee, 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 nee. Okay, es gibt zu wenig Sportequipment und es gibt zu wenig Duschen. Leute, die haben recht. Leute, was passiert jetzt? Hallo? Oh nein, okay, okay. Ja, ja, wartet, Leute, ich baue doch gerade alles für euch. Und warte mal, es ist einer ausgebrochen. Nein, die brechen alle aus. Schaut mal, die haben hier so einen Tunnel gegraben. Oh nein, oh nein, oh nein. Wir haben nur noch 9 Gefängnisinsassen. Alle brechen gerade aus, weil das Gefängnis gerade echt überfüllt ist. Oh, oh. Leute, wir haben gerade ein riesiges, Problem. Oh nein, oh nein. Jeder versucht gerade auszubrechen. Leute, nein, wir haben nur noch 8 Gefängnisinsassen. Wir haben gerade ein riesiges Problem. Oh nein, okay, es sind tatsächlich 5 Leute uns entwischt. Ich wollte mich gerade um die Duschen kümmern und nun haben wir das Missgeschehen. Okay, so Leute, wir beeilen uns kurz. Ich muss auf jeden Fall jetzt komplett neue Duschen bauen und das soll jetzt hier in dem Raum passieren. Gebt mir bitte kurz Zeit, ja? Ich muss eure Duschen hier gerade installieren, das dauert kurz. So, wir haben jetzt natürlich ganz, ganz viele Sachen hier hingebaut und jetzt werden wir hier ganz, ganz viele Duschen hinbauen. In der Hoffnung, dass es auf jeden Fall, was duschentechnisch angeht, erstmal reicht. Ich denke, ja, Leute, das sind auf jeden Fall erstmal genug Duschen. Okay, Duschen sind auf jeden Fall genügend und ihr seht es, ihr sollt reparieren. Warte mal, der muss doch eigentlich dieses Loch hier reparieren. So, okay, okay, okay. Hier hinten ist auch noch ein Loch. Also uns sind gerade wirklich einfach 5 Leute entkommen. Was sind denn das für schlechte Polizisten? Aber wir müssen auf jeden Fall unser... Und auf jeden Fall muss das hier auch noch viel, viel größer gebaut werden. Weil jetzt haben wir ein echtes Problem. Ich meine, sie kocht die ganze Zeit. Aber wenn alle mit einmal Hunger haben, dann haben wir viel zu wenig Essen für die Leute. Und er sagt, ich brauche einen Schreibtisch. Warte mal, du hast doch einen Schreibtisch. Hier, jeder möchte irgendwas haben. Es ist gar nicht mehr so einfach, ein gutes Gefängnis leiten zu dürfen. Leute, ich würde sagen, auf jeden Fall haben wir mindestens Tag 2 schon mal erlebt und haben unser Gefängnis sehr, sehr groß erweitert. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch einen Part 2 sehen wollt. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr solche coole Videos sehen wollt, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin. Tschüss.